emotionalen Aspekt. Und vielleicht fühlt ihr das ja genauso. Ich meine, es geht darum, dass Menschen ihre Heimat verlieren. Da vor allem die MAPAs, die Most Affected People in Areas, auf Deutsch die meist betroffenen Menschen und Regionen. Es geht darum, dass Leben und Lebensraum zerstört wird und es geht gleichzeitig um die unglaubliche Ignoranz der Politik gegenüber all dem. Und gerade dieses Gefühl oder diese Tatsachen rufen in mir und vielleicht auch in vielen von euch ein riesiges Gefühl der Machtlosigkeit, der Überforderung, Verzweiflung, Wut und Trauer aus. Und das ist absolut berechtigt, wenn wir darüber nachdenken, wie viele Krisen wir gerade durchleben, was eigentlich gar nicht sein müsste. Und ich habe versucht, dieses Gefühl von Überforderung und allem Möglichen in ein Gedicht zu packen und möchte euch das mal vortragen heute. Lasst euch